Heute geht es um ein mystisches Bauelement, von dem man früher wahre Wunderdinge erwartete, welches aber heute seine Bedeutung verloren hat, die Tunneldiode. Und wieder mal herzlich willkommen. Im mittlerweile 100. Video habe ich mir ein besonders schweres Thema vorgenommen. Ich will versuchen, eine grobe Vorstellung zu geben, wie eine Tunneldiode funktioniert. Das wird mir natürlich nicht gelingen, da der Tunneleffekt, der der Diode den Namen gab, ein rein quantenphysikalisches Phänomen ist. Und die Quantenmechanik verstehen ja selbst die Physiker nicht richtig, die sich ständig damit beschäftigen. Richard Feynman wird das Zitat nachgesagt: Wer behauptet, die Quantenmechanik begriffen zu haben, der hat sie nicht verstanden. Also wenn ihr heute nicht viel versteht, dann seid ihr in guter Gesellschaft. Um dabei nur den Ansatz einer Chance zu haben, sollte man die Funktion einer normalen PN-Halbleiterdiode kennen. Wer da noch Probleme hat, sollte sich unbedingt vorher dieses Video ansehen, weil ich heute das Wissen voraussetze und es sonst keinen Sinn macht, hier weiter zuzusehen. Am Ende werden wir wie so oft überprüfen, ob die Theorie auch in der Praxis funktioniert. Entdeckt wurde die Tunneldiode 1957 vom japanischen Wissenschaftler Leo Esaki, weshalb man manchmal auch den Begriff Esaki-Diode hört. Wie unterscheidet sich der Aufbau einer Tunneldiode von dem einer normalen PN-Diode? Die Halbleitergebiete bei der Tunneldiode sind extrem stark dotiert, etwa 10 hoch 19 bis 10 hoch 21 Fremdatome je Kubikzentimeter. Sie bekommen dadurch fast einen metallischen Charakter. Man spricht von entarteten Halbleitern. An der Grenze von P- und N-Gebiet passiert zunächst mal das Gleiche wie bei jeder Halbleiterdiode. Die Elektronen aus dem N-Gebiet wandern in den P-Kristall und rekombinieren dort mit den reichlich vorhandenen Löchern, bis die entstehende Potentialbarriere so hoch wird, dass ein weiterer Austausch nicht mehr möglich ist. Aufgrund der hohen Ladungsträgerzahl ist der Punkt bei der Tunneldiode sehr schnell erreicht. Es entsteht nur eine sehr kleine Sperrschicht mit einer Breite von nur etwa 10 Nanometern. Auf diesem sehr engen Raum herrscht eine sehr hohe Feldstärke. Aufgrund der kaum vorhandenen Sperrschicht hat die Tunneldiode praktisch keine Sperrwirkung. Sie ist als Gleichrichter also völlig ungeeignet. Uns interessiert der Kennlinienverlauf in Durchlassrichtung. Also sehen wir uns doch mal an, was passiert. Schon bei sehr kleinen Spannungen fließt bereits ein Strom, der fast bis auf 10 mA ansteigt. Bei etwa 0,25 Volt beginnt der Strom dann plötzlich wieder abzunehmen und geht fast bis auf 0 zurück. Und ab 0,8 bis 0,9 Volt steigt der Strom dann wieder an. Wenn man versucht, die Kennlinie aufzunehmen, kommt etwa das dabei heraus. Was verursacht dieses merkwürdige Verhalten der Tunneldiode? Um das zu verstehen, betrachten wir den PN-Übergang aus einer anderen Sichtweise, mit dem sogenannten Bender-Modell. Wir wissen aus dem letzten Video, dass die Elektronen im Atom nur ganz bestimmte Energieniveaus annehmen können. Die Bereiche dazwischen sind nicht möglich. Das Gleiche trifft zu, wenn ein Elektron sein Atom verlassen will, um sich frei im Raum zu bewegen, was ja überhaupt erst einen Stromfluss möglich macht. Das ist der Übergang, der uns interessiert. Im Bender-Modell ist senkrecht die Energie aufgetragen. Die äußeren Elektronen befinden sich im sogenannten Valenzband. Durch Energiezufuhr können sie in das energetisch höher gelegene Leitungsband springen. Die Energiezustände im verbotenen Bereich dazwischen können von den Elektronen nicht eingenommen werden. Für das weitere Verständnis müssen wir noch eine weitere Größe einführen, das Fermi-Niveau, benannt nach Enrico Fermi. Das ist die maximal mögliche Energie, die ein Elektron bei absoluten Temperaturen Nullpunkt, also 0 Kelvin, einnehmen kann. Beim Halbleiter liegt die Fermi-Energie mitten in der Bandlücke. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass sich die Elektronen unterhalb des Fermi-Niveaus im verbotenen Bereich befinden können. Der bleibt trotzdem verboten. Es bedeutet, alle Elektronen sind im Valenzband und das Leitungsband ist nicht erreichbar. Deshalb sind Halbleiter bei 0 Kelvin ideale Isolatoren.
Mit steigender Temperatur, also steigender Energie, können vereinzelte Elektronen dann in das Leitungsband gelangen. Das sind bei reinen Halbleitern nicht allzu viele. Bei Raumtemperatur kommt etwa ein Elektron auf 10 hoch 9 bis 10 hoch 11 Atome. Das ist das, was wir als Eigenleitung bezeichnen, und die ist nicht sehr hoch. Sehen wir uns der Vollständigkeit halber das Bändermodell von anderen Stoffen an. Bei Isolatoren sieht es ähnlich aus. Nur ist hier die Bandlücke noch viel größer. Dadurch kommen auch bei normaler Temperatur so gut wie keine Elektronen in das Leitungsband. Bei einigen Metallen überlappen sich Valenz- und Leitungsband, sodass das Fermi-Niveau bereits innerhalb des Leitungsbandes liegt. Das bedeutet, sie sind bereits beim absoluten Temperatur-Nullpunkt leitfähig. Zurück zu den Halbleitern. Die benutzen wir normalerweise nur in dotierter Form. In einem p-leitenden Kristall liegt die Fermi-Energie näher am Valenzband und im n-Kristall nahe dem Leitungsband. Dadurch wird der Übergang jetzt leichter und die Leitfähigkeit steigt. Bringt man beide Halbleiter zusammen, ist die Fermi-Energie ohne äußere Spannung im gesamten Kristall einheitlich. Dadurch verbiegt sich die Bandstruktur am p-n-Übergang. Das Fermi-Niveau liegt weiterhin in der verbotenen Zone und ein Übergang in das Leitungsband ist so ohne weiteres noch nicht möglich. Bei der Tunneldiode liegt die Fermi-Energie aufgrund der hohen Dotierung bereits innerhalb des Valenz- bzw. Leitungsbandes. So sieht das Bändermodell eines PN-Übergangs einer Tunneldiode aus. Die Energie der Elektronen im Valenzband reicht im Prinzip bereits aus, um in das Leitungsband auf der anderen Seite zu gelangen. Wenn nicht die schmale, aber vorhandene Potentialbarriere in der Sperrschicht wäre. Trotzdem schafft es eine ganze Reihe Elektronen, die Barriere zu überwinden. Und dafür verantwortlich ist der Tunneleffekt, der sich mit der normalen Physik nicht erklären lässt und ein rein quantenmechanischer Effekt ist. Und jetzt wird's noch komplizierter. Einige werden aus dem Physikunterricht vielleicht noch wissen, dass sich Elementarteilchen einerseits wie Teilchen verhalten, andererseits aber auch einen Wellencharakter haben können. Man kann darum ein Elektron auch mit Hilfe einer Wellenfunktion beschreiben. Das Quadrat dieser Funktion gibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens an, und die ist natürlich immer positiv. Es gibt Bereiche, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sich dort ein Elektron befindet, aber auch Punkte, wo die Wahrscheinlichkeit null ist. Trifft die Welle auf eine unendlich hohe Potentialbarriere, kann sie diese nicht überwinden. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons ist hinter der Barriere und an der Grenze gleich Null. Andere Energiezustände des Elektrons sind hier nicht möglich. Bei einer endlichen Potentialbarriere, was ja eher der Realität entspricht, ist das anders. Hier muss die Wellenfunktion an der Grenze nicht Null sein. Innerhalb der Barriere nimmt der Wert exponentiell, also sehr schnell ab. Die Exponentialfunktion nähert sich schnell dem Wert 0, wird ihn aber nie ganz erreichen, besonders bei sehr schmalen Barrieren. Das bedeutet, die Wellenfunktion setzt sich hinter der Potentialbarriere fort, wenn auch etwas geschwächt. Das heißt aber, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens ist auf der anderen Seite der Barriere nicht 0. Das bedeutet, das Teilchen hält sich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auf der einen oder der anderen Seite auf. Wenn ich so ein Teilchen wäre, das den Gesetzen der Quantenmechanik folgt, würde ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch mal auf der anderen Seite dieser Wand erscheinen. Das widerspricht natürlich unseren Erfahrungen. Das führt bei der Tunneldiode aber dazu, dass bereits von Anfang an ein Strom fließen kann. Mit einer äußeren Spannung in Durchlassrichtung biegt sich das Bändermodell wieder zurück. Dadurch können die Elektronen nicht mehr so einfach in das Leitungsband gelangen. Mit anderen Worten, der Tunneleffekt lässt langsam nach. Das führt dann zu dieser fallenden Kennlinie, da der Strom jetzt wieder abnimmt. Beim Erreichen der ganz normalen Flussspannung der Diode steigt der Strom wieder an und die Kennlinie verläuft jetzt ähnlich wie bei einer normalen PN-Diode. Der Höcker am Anfang der Kennlinie entsteht allein durch den Tunneleffekt. Das war jetzt der Versuch, sehr vereinfacht darzustellen, wie dieser merkwürdige Kennlinienverlauf der Tunneldiode zustande kommt. Habt das verstanden?
Ich auch nicht. Die Frage ist, was kann man damit nun anfangen? In einem normalen Leiter steigt der Strom mit der Spannung an. Der Widerstand des Leiters bestimmt die Steigung der Kennlinie. Bei der Tunneldiode ist der fallende Kennlinienabschnitt interessant. Hier verhält sie sich genau entgegengesetzt. Eine ansteigende Spannung führt zu einer Abnahme des Stroms. Im Prinzip bedeutet das, der elektrische Widerstand ist hier negativ. Ohmsche Widerstände bedeuten in der Regel Verluste oder Dämpfung. Hinter einem negativen Widerstand wäre ein Signal verstärkt. Schaltet man einen negativen Widerstand mit einem positiven zusammen, würden die Verluste kompensiert, denn Minus und Plus im richtigen Verhältnis ergibt Null. In einem Schwingkreis zum Beispiel sorgt vor allem der ohmsche Widerstand der Komponenten dafür, dass die Schwingungsamplitude schnell nachlässt und nur eine gedämpfte Schwingung entsteht. Würde man einen negativen Widerstand dazu schalten, könnte er ewig weiter schwingen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Der Schwingkreis besteht aus einem kleinen Kondensator und einer einfachen Luftspule mit 10 Windungen. Der Spannungsteiler aus R1 und R2 stellt den Arbeitspunkt der Tunneldiode ein. Ja, und wir bekommen tatsächlich einen Oszillator mit einer Frequenz von etwa 18,6 MHz. Haben wir jetzt ein Perpetuum mobile erfunden? Natürlich nicht. Wir müssen ja erst der Tunneldiode Energie zuführen, um sie in den Bereich der fallenden Kennlinie zu bringen. Was die Tunneldiode in den 60er Jahren so interessant machte, ist die Tatsache, dass der Tunneleffekt praktisch verzögerungsfrei funktioniert. Deshalb, und auch weil die Sperrschicht sehr dünn ist, ist sie für sehr hohe Frequenzen geeignet. Man konnte damit Verstärker bis 10 GHz und Oszillatoren bis 100 GHz herstellen. Damals gab es kaum Alternativen dafür. Inzwischen ist die Technik überholt. Die Lebensdauer war auch eher nicht so hoch. Soweit ich weiß, werden Tunneldioden weltweit nicht mehr gefertigt und es gibt nur noch geringe Restbestände. Wer selbst damit etwas experimentieren will und noch Tunneldioden auftreiben kann, der sollte beachten, dass die Tunneldiode die Diva unter den Dioden ist. Sie will immer gut behandelt werden. Gallium-Arsenid-Dioden altern sehr schnell, wenn sie nahe dem Strom im Gipfelpunkt der Kennlinie betrieben werden, auch wenn dabei nicht die maximale Verlustleistung überschritten wird. Germaniumdioden können schon durch zu hohe Temperaturen beim Löten so weit degradieren, dass sie unbrauchbar werden. Wer schon Erfahrung mit Tunneldioden gesammelt hat, kann das ja gerne mal in den Kommentaren posten. Das war's wieder mal für heute. Ich denke, bei einigen werden die Köpfe jetzt schon rauchen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.